mein Lieben, das ist hier mein Frühstück. Und zwar ein Brötchen mit Mett, also mit einem Streichmett, dann Käse und Salami und eine Zwiebel und eine Milch. Wie viele Punkte das insgesamt habt, weiß ich nicht ganz genau, aber es ist auf jeden Fall nicht allzu viel. Hallo meine Lieben, heute in einer anderen Position, aber das ist auch in Ordnung, glaube ich. Ich war ja gerade beim Treppenhausreinigung und ich habe wieder was bekommen, zumindest diesmal kein Geld, was ich auch nicht wollte. Und zwar hat sie mir Süßigkeiten gegeben, also wirklich viele Süßigkeiten und ja, ist nicht so toll. Ja, ich freue mich natürlich, aber ich und Süßigkeiten, das ist nicht gut. Dann habe ich hier einmal Schokolade. Schokolade. Dann habe ich hier nochmal von Milka. Sehr, sehr süß. Nicht wundern, das ist keine Brot. Das ist auch Schokolade. Und zwar Kinderschokolade in etwas größer. Und die Enkelkinder haben das leider nicht gegessen. Haben nur das 2 oder 1. Ich glaube, das 2. Nur das Innere wollten sie rauspacken und das mit dem Spiel und Essen wollten sie nicht. Von der hat sich Mühe gegeben. Und dann habe ich hier, was ist das? Haribo. Tutti Frutti. Da haben sie einmal aufgemacht, hat sie gesagt. Und sie isst das nicht. Von daher habe ich das auch noch bekommen. Dann geht's weiter. Dann habe ich hier einmal Haribo bekommen. Ja, ja. Dann, mein Gott, richtig viel. Dann Kinder Joy. Das. Und als guter Schluss, mein Gott, habe ich noch einmal ganze Packung von Kinder Corny, wie das nennt, bekommen. Oh, das passt ja gerade nicht so in meine Abnehmen-Sache. Aber gut. Hier sieht es aus heute. Also hier ist es sehr, sehr windig in Hameln heute. Und ich habe ja vor meiner Haustür so einen relativ großer Baum. Sieht nicht, wenn ein paar Sturmböen und der liegt dann unten, glaube ich. Das ist wirklich krass aus. Muss ich euch mal zeigen. Genau, mein Lieben. Ich mache jetzt weiter, mache gleich Sport, nehme euch mit, esse vorher noch mal was. Ja, ich weiß, man sollte vorm Essen, nee, vorm Sport kann nichts essen, aber ja, gut. Mache ich trotzdem. Gut, mein Lieben. Bis gleich. So, meine Lieben, das ist heute mein Mittagessen. Und zwar 6 Esslöffel, nee, Quatsch. Noch 6 Esslöffel Reis und Geschnetzeltes. Insgesamt hat das 10 Punkte nur. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, 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 la. La casa del merengue, la, 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 y la casa de la bachata. cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. La, 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 la casa del merengue. La, 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 y la casa de la bachata. So, meine Lieben, wir haben es jetzt schon abends wieder und ich habe jetzt nicht mehr so viel zu erzählen. Ja, was ich heute gemacht habe, habt ihr ja schon gesehen. Ich war da nochmal ganz kurz in der Stadt und habe ein bisschen gekauft. Waschmittel, nicht das andere. Beispieler. Irgendwie Vernell war auf jeden Fall günstiger. Und das habe ich mir jetzt noch gekauft. Warte mal, ich stehe hier auf so einem Ständer, ne? So total, naja, unvorteilhaft. Da muss ich ein bisschen runter. So. Ja, ist auch egal. Ich habe jetzt wirklich nichts zu erzählen mehr. Und deswegen höre ich mal dieses Video auch mal auf. Es wird ein kurzes Video und das ist auch in Ordnung, glaube ich. Weil ihr habt ja schon sehr, meistens sind 10 Minuten Videos. Aber ihr müsst halt auch darauf einstellen, wenn ich jetzt bis zum 20. Februar beispielsweise keine 1000 Abonnenten habe. Soll das auch so sein? Habe ich gehört, dass man auch keine Thumbnails mehr machen kann und auch keine längeren Videos mehr. Also ich kann nur noch 10 Minuten Videos machen. Das wäre auch kein Weltneugang, glaube ich. Genau. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis morgen, meine Lieben. Tschüssi!